Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cyberpunk. Wir wollen zum Totentanz. So, und wir haben auf der anderen Straßenseite. Ja, haben wir. Aua! Oh. Ich wollte auch nur. Was sind da schon wieder Nachrichten? Judy hat schon wieder Nachrichten geschickt. Was ist denn hier los? Was ist mit dir passiert? Was ist los, Maus? Was hast du gemacht? Hey, ich habe was für dich. Bring dich vielleicht wieder auf die... was bringt dich vielleicht wieder auf die... Wer weiß, vielleicht ist es irgendwann mal nützlich. Kannst du in deiner Wohnung abholen? Bei der Arbeitsfläche in der Küche. Kannst du... Ach so, in ihrer Wohnung. Danke dir. Okay. Hat sie was geschrieben? Ah, sie hat geantwortet. Direkt geantwortet, okay. Keine Ursache, pass auf dich auf, okay. Ich weiß, dass du wichtige Sachen am Laufen hast und dass das alles echt gefährlich ist, aber du bist zu jung, als dass ich dein Grab fliegen wollte. Ich sag's ja bloß. Uff, das wurde auf einmal echt Depri. Ich meine ja bloß, dass du vorsichtig sein sollst. Yo, bin ich. Mach dir darüber mal keinen Kopf. So, und wir gehen jetzt zum Totentanz. Gucken wir mal. Was uns da erwartet. Na? Da sind wir beim Totentanz. Da drüben 16 Meter. Oh, die Gegend ist aber wirklich tot. Würde ich sagen. Aha. Scheiße, langsam wird mir alles klar. Kein Journalist würde über das Totentanz berichten. Außer Nancy. Mhm. Okay. Mhm. Das Zeichen haben wir doch schon öfters mal gesehen, ne? Was? Krasser Scheiß. Henry ist dabei. Das war super. Er hat sich selbst aus der Entzugsklinik entlassen durchs Fenster. Hey, so eine Pflegerin wollte uns aufhalten. Ich dachte erst, die will ein Autogramm, aber die hat mich nicht mal erkannt. Rest erzähle ich dir später. Wie läuft's mit Nancy? Alles unter Kontrolle. Das wollte ich hören, hat er, glaube ich, gerade geschrieben. Ich wette, da kommt noch mehr. Oder kann ich mir vorstellen? Aha. Ich war Dan Style. Minimalistin. Hatte früher auch mal solchen Chrom. Okay. Na los, zum Totentanz? Geile Scheiße. Dritter Stock. Drück mal, meine Finger sind taub. Deine Finger sind taub. Von. Na los, rein mit dir. Was? Johnny, hä? Hörst du das? Tinnitus heute. Okay. Den Song mag ich. Regina, Abgrund, oder aber im Ernst, dieser Wagen ist über. Natürlich. Man tippt das Gaspedal. Okay, schon wieder ein neues Auto. Wie soll ich mir denn das alles leisten? Was? Schön? Ich komm mit. Oh, mein Freund. Da liegt doch was, oder? Nee, nur eine Lampe. Okay. Geh schon. Du fällst da gar nicht auf. Meinst du, ja? Ein Wort über ihn und ich kill dich wie eine dreckige Kakerlake. Oh, gut. Ja, der Kerl kommt mir bekannt vor. Wieso? Was ist das für ein Krach?
Renoviert ihr gerade? Ha, ha. Zum Glück hat Royce das nicht gehört. Tinnitus ist sein Augapfel. Ha, ha. Royce, Auge. Bist du selbst Fan von dieser kleinen Band? Ja, ja. Ich stehe mehr auf die Klassiker. Samurai und so. Der Typ gefällt mir. Aber kein Mord zu Royce, ja? Wo hast du denn die Beißer her? Oh shit, die Teile hast du ja noch gar nicht gesehen. Du kennst das vorher? Das ist das nachher. Was sagst du? Nimmst du sie raus, wenn ich vorher besser fand? Nee, denn du weißt einen Scheiß. Kommt das an? Ich mag's. Ich suche Bess Isis von N54 News. Ich weiß, sie ist hier. Ist sie. Hat aber zu tun. Mit Royce. Meinte, ich soll nicht stören. Das Stören übernehme ich. Bring mich hin. Dumm-Dumm. Was ist das für ein Name? Fällt mir jetzt gerade erst auf. Der Name ist Dumm-Dumm. Weiß nicht. Hab ich nicht erwähnt. Oh, geil. Haben Royce und Bess miteinander klar? Naja. Sie ist ein bisschen dumm. Royce ist echt sowas von scheißgeduldig mit ihr. Wie hat sie ihn zum Reden gebracht? Sie war die Erste, die ihn über Musik gefragt hat. Also ernsthaft. Und Royce wird gerne ernst genommen. So schlecht klingt das ja nicht, finde ich jetzt persönlich. Aber ich mag ja auch Elektromusik, unter anderem. Kenn ich Schlechteres. Es kommt aber darauf an, was für Wummer Wummer. Dumm Dumm, hallo. Als das alte Athena 3, das ihr benutzt. Du kotzt mich jetzt schon an. Aber leider hat sie recht. Hätte ich nicht für Musikliebhaber gehalten. Und sonst weißt du alles über mich, hab ich recht. Oh. Hä? Ah. Vielleicht noch eine Frage für Bess. Warum spielt Tinnitus nur im Totentanz? Weil nur hier das richtige Publikum ist. Hätte dich nie für einen Snob gehalten. Cochlea-Implantate. Auf dem spielt Tinnitus. Also ist jeder von euch ein Instrument? Spielt da ein Element des Mystizismus? Ich sage eine Frage. Ich muss mit Bess reden. Ich kenne die nicht. Carrie Urodine schickt mich. Urodine, okay. Was hältst du von ihm, musikalisch gesehen? Was bleibt, wenn man Fruchtfleisch und all den Scheiß aus Saft fällt hat? Saubere, dünne Plörre. Verkauft sich wie nichts in Konzernsupermärkten. Und wie sieht der Rotz aus? Wie Pisse. So. Und genau das ist Rockerboy-Musik. Und jetzt raus mit euch, beide. Zeitverschwendung. Los, wir scannen euch auf dem Weg raus. Das ist immer nicht die Einstecke. Keiner hat's gesehen. Keine Ahnung, was Perry will. Aber er kriegt's nur, wenn ich hier in einem Stück rauskomme. Was für ein Scan meinen die? Wir hatten einen Deal. Ich darf alles aufnehmen, was ich will, aber sie checken meine Files. Wenn sie was finden, was ihnen nicht gefällt, und das werden sie, löschen sie alles. Mich auch. Okay, du musst sie hier rausholen. Du warst doch nur für einen Musikbericht hier. Ja, aber dann bin ich auf was Größeres gestoßen.
Aha, und was? Das erfahren Sie bei N54 Nachrichten. Du musst mir hier raushelfen. Was hattest du denn vor, bevor ich aufgetaucht bin? Oh, mir wäre schon was eingefallen. Bin gut im Improvisieren. Hätte wieder jemand durchs Fenster geschubst. Was? Lenk sie ab, ich bring die Daten raus. Ich kopiere die Daten und bring sie raus. Die werden dich auch scannen. So blöd sind die nicht. Ich lass sie nicht misstrauisch werden. Okay, hier. Fertig. Lösch deine und lenk sie ab. Ich schleich mich raus. Okay, ab durchs Fenster im Männerklo. Klassiker. Dann geh hinten ums Gebäude rum zur Terrasse. Wir treffen uns am Aufzug. Ich gehe jetzt. Scan gerne meine Daten. Alles klar, setz dich. Kommt gleich jemand. Soll das ein Witz sein? Ich dachte, du sollst das machen. Sieh mal einer an. Sie hat einen Plan. Sie war lang genug hier, kennt den Ort. Und Übung darin. Musste meistens durchs Fenster weg nach unseren Blicks. Ich könnte ja, aber Elgith. Elgith? Ernsthaft? Niemals. Den lasse ich nicht durch meine Dateien wühlen. Aber Royce meinte, er hat Elgith zu deinem Aufseher. Und woher soll Elgith wissen, welche Files gehen und welche nicht? Der löscht sie allesamt, nur um seinen Daddy nicht wütend zu machen. Ekelhaft. Entschuldigung. War das nämlich? Denn? What the hell? Was für eine Aussicht. Oh, die ist gut, oder? Nee, die ist schlecht, weil ich sehe nichts. Wen soll ich erwecken? Oder sehr wenig. Ich stelle es verlassen. Rabel, in dem Leichensack. Frag niemals, dann hätte Lobo was gesagt. Na los, geh ihn doch selber fragen. Wer ist in der Lounge? Sieht richtig abgefuckt aus. Ich kann ihn nicht hacken. Die schon. Okay, lass uns den Aufzug suchen. Hallo. Okay. Warte mal, wir machen mal folgendes. Wir räumen mal auf. Eventuell haben wir ja Luck. Und keiner kriegt's mit. Problem ist, wie viel können wir da reinpacken? 3 Stück? Das ausreicht? Nee, du bist rot, Mist. Okay. Was? Wieso? Nein. Fuck, ich sehe nichts mehr. Thank you.
Ich war das doch gar nicht. Sie werden dich nicht wiedererkennen. Nicht? Weißt du, was das Schöne ist? Ihr seid alle vollgepumpt mit Tech. Und weil ihr alle vollgepumpt seid mit Tech, kann ich euch noch mal taggen. Ah, doofes Wortspiel. Nein. Da wollte man leise gehen und was passiert? Natürlich. Guten Tag. Oh, Scheiße. Warum dauert das so lange? Weiß ich nicht. Mein Auto ist unten. Hast du alles? Ja. Ich schick dir gleich die Daten. Hm. Wie es Carrie wohl mit den anderen geht? Ich meine, Henry und Danny. Hast du noch zu jemandem Kontakt außer Carrie? Kontakt? Jetzt ist sie sogar Schauspielerin. Hm. Aber ganz schön alt. Na gut, okay, der andere Typ ist ja auch ganz schön alt geworden. Der Wagen ist direkt vorm Eingang. Ich habe nach Samurai gefragt. Wie alt bist du? Das ist schon verdammt lange her. Ja, und? Samurai interessiert heute keine Sau mehr. Ich weiß das am besten. Immer wenn es mal keine Nachrichten gibt, hau ich irgendeinen Schwachsinn über Silverhand raus. Wo steckt Johnny? Was ist wirklich im Arasaka Tower passiert? Mhm. Okay. Du mal mit deiner Karre fahren, oder wie? Was ist denn hier los? Ach, ihr seid bei Rot gelaufen. Oh, diese dreckigen Wichser. Aha. Ja, gibt Schlimmeres. Haben sie deine Karre bemalt? Scheiß auf Andenken. Ich fahr direkt zurück zum Schneiderraum. Komm mit, wenn du reden willst. No, aber sowas von. Der Schrottkarre in einem Stück an. Okay, also was will Carrie? Samurai zusammenbringen. Für ein Gig, eine Nacht. Ohne Silverhand gibt es kein Samurai. Ich spiele für Johnny. Du? Sagen wir einfach, Silverhand war eher visionär als Musiker. Ich pack das, glaub mir. Na gut, wenn Carrie dabei ist. Was hab ich davon? Hab gerade deinen Arsch gerettet. Und deine kostbare Story. Ich wollte noch fragen, woher kennst du Royce? Geschäftlich. Eine Weile her. Faszinierender Hurensohn, oder nicht? So, sind wir fertig, oder? Na komm, Fahrt überspringen, würde ich sagen. Ja, einfach mal auf den Bürgersteig. Steig aus. Ich krieg okay. Immer Ärger. Und was ist mit dem Konzert? Sag Harry, ich kümmere mich drum. Wir hören uns. Okay, danke. Hallo? Rufst du jetzt einfach ab? Verdammt gut. Ruf Carrie an. Machen wir. Hey. Wie war's? Hast du Nance erreicht? Ja, sie ist dabei. Will sogar den Gig organisieren. Immer noch ein Kontrollfreak. Yokubo. Hara. Hast du Henry oder Danny erwischt? Bisher nur Henry. Nun, hab ihn aus dem Entzug geholt. Ist eine coole Story.
Henry wusste nicht, dass Danny die ganze Zeit in Night City war. Ist gerade auf dem Weg zu ihr. Wird eine Überraschung. Hm. Wir treffen uns alle bei Danny. Ich etwa auch? Warum? Du willst doch mit uns spielen. Dann musst du die anderen treffen. Ich schick dir die Adresse. Alles klischen. Dann zeig mal her, wo wir jetzt hin müssen. Da waren wir doch erst. Nee, und mit dem Auto fahre ich nicht. Das Auto ist mir zu schäbig. Wir gucken nach einem unserer Luxusautos. Wie nimm mal dich. Hallo? Auto? Auto? Da! Wo warst denn du? Hä? Oh, was sind das jetzt? Das ist wirklich der Sound? Nee, wo war denn das? Oh, es hat ein Grisseln. Warum spielt man sowas im Radio? Das hört sich an wie eine Kassettenaufnahme. Eieieiei, lol! War ja fast bekommen die Grube. Nur eine kurze Abkürzung. Alles in Ordnung hier. Was ist denn hier los? Oh mal, irgendwas ist doch hier. Hä? What the hell, was habt ihr hier? Ich dachte, das wären Polizisten. Das sah für mich eher... Oh. Ja, hier. Von Arasaka. Deswegen sahen die aus wie Polizisten. Aha. Kannst du mal bitte aufstehen? Da liegt was, was ich haben möchte. Nee, hier einfach in den Dreck schmeißen. Damit. Ach. Wollte die aber nicht anlegen. Auch wenn ich die natürlich grundsätzlich vom Design gut finde, aber ich habe halt die. So. Das war ein NCPD-Einsatz. Hey, wir machen gerade überhaupt keine Kohle und wir brauchen eigentlich Geld, ne? Wir haben nur keine Aufträge mehr. Ist das nicht die Musik aus dem Club? Würde ich schon sagen, oder? Ich habe immer noch das Gefühl, der Schwarze fährt sich eleganter. Weiß nicht warum. Ich tippe kurz an und... Siehst du das hier? Was ist hier passiert? Ich war wohl am Renovieren und Henry hat den Laster genommen. Der Depp konnte immer gut improvisieren. Vielleicht sind sie zu Hause. Klingel mal. Hm. Kamera ist an. Also nicht. Müssen wohl einen anderen Weg finden.
Mehr Kameras gibt's auch nicht. Hier ist so irgendwas passiert. Okay. Ich bin hier nur der Reiniger. Irgendwas ist. Irgendwas ist doch hier nicht in Ordnung. Ich kann auch keine Waffe ziehen, ne? Junge, Junge. Der Scheiß bekannt vor. Was machst du hier? Ist das dein Haus? Ist das dein Scheißpool? Geil! Was hast du bezahlt, du Stück Scheiße? Das werde ich auch. Damit ich nochmal kommen kann. Dann sagst du mir vielleicht, warum du mich verrecken lassen wolltest. Oh, sorry, ey. Schön mit dem. Schön mit dem. Ich wünschte, du wärst schon tot. Wo ist der denn hier durchgeballert, Alter? Hier durch das... Mit dem Fall, dass du vergisst, warum du überhaupt hergetorkelt bist? Carrie hat mich geschickt. Wegen dem Konzert. Welches Konzert? Warum redet er nicht selbst mit mir? Ist eine komische Situation für Carrie. Ihr beide seid ihm sehr wichtig. Scheiße! Ist der verweichlich. Das ist Danny und das ist... Der Ficker hat mir eine brennende Tüte mit Scheiße vors Haus gelegt, okay? Wir bringen Samurai zurück. Nur für eine Nacht. Dafür will er die Crew wieder zusammentrommeln? Klingt cool. Wird aber nicht passieren. Ich spiele nicht mit diesem Arschloch. Danny! Nein, niemals. Er oder ich. Entscheidet euch. Wenn Danny auf stur schaltet, war's das. Wie läuft's? Scheiße. Danny will mich nicht beim Gig dabei haben. Dabei hatten wir uns schon längst geeinigt. Was? Harry bezahlt dich? Darum geht's also. Scheiße. Echt fantastisch. Dann nehmt den Arsch mit und verpisst euch von meinem Grundstück. Ich will das nicht entscheiden. Was sollte der Scheiß mit ihrem Pool? Du wusstest, Carrie will, dass Danny mit uns auftritt. Wollte nur einen Schlussstrich ziehen. Schöne Scheiße. Kann mir jemand sagen, was passiert ist? Bist du blind? Die Sau hat meinen Pool mit Zement gefüllt. Vielleicht aus gutem Grund? Ernsthaft, ein Grund! Die Entscheidung liegt wohl bei dir. Fuck, kostet mich echt an, dass Danny auf einem Machttrip ist und Bedingungen stellt. Andererseits ist Henrys Hirn nur Skop, auf den ist kein Verlass. Danke. Echt hilfreich. Auf einen müssen wir wohl verzichten. Kein Problem, das geht schon. Springt sicher jemand für den Gig ein. Ist aber nicht dasselbe. Es wird nie wie früher sein, Carrie. Was machen wir nun? Merk. Was sollte der Scheiß mit ihrem Pool? Nein! Du wusst... Haben wir doch schon. Ja komm, wir machen hier mit Danny. Ach, schon gut. Dann lass uns mit Danny spielen. Fuck, Harry! Ernsthaft? Sie macht doch so einen Scheiß auf, statt nicht ich! Hör zu, ich geb dir... Weißt du was, Carrie? Fick dich! Kein Glück, dass Silverhand das nicht mit ansehen muss. Fertig? Dann hau ab! Und? Was ist jetzt mit Nancy? Ist auch dabei. Sie plant alles und sagt uns Bescheid. Wir sehen uns bei der Show. Fuck! Jetzt muss ich jemanden finden, der das richtet. Okay, mehr können wir jetzt nicht tun. Müssen nur auf Nancys Anruf warten. Alles klar, dann haben wir den Gig jetzt in der Tasche. Können wir mit ihr nochmal reden? Ist alles okay? Nein. Der Anblick von diesem Penner hat mich daran erinnert, dass nichts okay ist. Aber keine Angst. Bis zum Gig bin ich drüber weg. Was Henry ihr wohl angetan hat. Also ist er doch schuld. Danny ist normalerweise nicht so eine wilde Furie. Sie wusste genau, wie wichtig Henry das Konzert ist. Der Pool war jetzt ziemlich sicher scheißegal.
Na gut. Okay, dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle einfach Feierabend und machen dann beim nächsten Mal weiter. Daher danke fürs Zusehen und tschüss.